Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Tiny Tinas Wonderland. Und heute gucken wir uns mal die Trophäen Doom 1, die Chaos Levels und kontrolliertes Chaos an. Kleiner Spoiler. Das können wir erst machen, wenn wir den Dragonlord besiegt haben und wir lassen ihn ja leben. Und wenn er in seinem Gefängnis ist und wir den Epilog abgeschlossen haben, bietet er uns hier oben im Palast der Königin, also von Prinzessin Königin Arschgaul, können wir dann endlich in ihre Burg rein und dann können wir hier zum Dragonlord gehen. So, dann müssen wir hier mit dem quatschen. Bist du bereit? Wir werden ja sehen. Ja, quatsch mich nicht voll. Da haben wir hier verschiedene Chaos-Dinger, ne? Und hier sehen wir zum Beispiel, ich kann das Chaos-Level einstellen. 0 sind wir von Anfang an. 1 muss man sich freispielen. 2 muss man sich freispielen. Und hier zum Beispiel steht Chaos-Prüfung. Und da steht es auch, schaffe diesen Lauf, um dein maximales Chaos-Level zu steigern. So, das heißt, wir müssen jetzt auf Annehmen drücken. Zack. Betritt den Chaos-Würfel. Dann kommt hier so ein Portal. Da müssen wir einfach noch reingehen. Und dann kriegen wir eine Chaos-Prüfung. Wenn wir die überstanden haben, dann steigen wir eine Stufe im Chaos-Level auf. Das heißt, wir müssen für, du meinst, diese Chaos-Levels 10-mal diese Prüfung machen und für kontrolliertes Chaos müssen wir das Ganze 20-mal machen, weil pro Durchlauf steigen wir ein Level auf. Ja, die Dinger haben es relativ in sich, also man kann das alles ein bisschen beeinflussen, indem man sich Buffs kauft und auch Flüche, die dann die Gegner stärken und uns schwächen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Aber im Endeffekt ist es einfach nur zeitaufwendig. Man kriegt da auch echt krassen Loot, also ich habe schon die eine oder andere geile Waffe rausgezogen. Ja, aber sonst im Großen und Ganzen müssen wir halt, wie gesagt, einfach 20 Mal die Chaos-Prüfung machen. Dann haben wir die beiden Trophäen in der Tasche. Und an sich ist es einfach nur zeitaufwendig. Ich werde aber nochmal so die ein oder andere Chaos-Prüfung aufnehmen und auch mal sehen, wie das Ganze aussieht und was da so abgeht in so einer Chaos-Prüfung. Und mehr gibt es nicht zu beachten, Freunde. Einfach nur das Spiel durchspielen, den Epilog durchspielen. Und dann können wir hier mit unserem neuen Kumpel, dem Dragonlord, quatschen und die Chaos-Prüfungen machen und unser Chaos-Level steigern. In diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.